Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe von Kingdom Come Deliverance. Wir müssen noch irgendwie Zeit überbrücken, um mit der Hure Adela zu sprechen und sie vielleicht für Sasau, für Johanka zu rekrutieren. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich werde es natürlich... Alibi-mäßig werde ich es natürlich trotzdem versuchen, aber... Wir werden mal sehen. Ich habe mir jetzt noch überlegt, wir könnten hier oben nochmal die Kuman töten gehen. Das können wir eigentlich machen. Dazu reiten wir nach Thallenberg und ja, werden von dort aus mal das Kuman-Lager ausräumen. In der Zwischenzeit. So. Dann heißt es jetzt... Ja. Na, ist es jetzt Kuman jagen gehen? Haben wir die richtige Ausrüstung dafür? Ja, mehr oder weniger. Das ist so meine, ich sag mal, zivile Klamotte, aber meine Rüstung, die ich in so einer heiklen Situation anlegen sollte, liegt noch im Pferd. Ist nicht der Kürass, aber den finde ich interessant. Ne, Nürnberger war es, glaube ich. Doch, es war der Nürnberger Kürass. Oh, stimmt. Ich habe ja noch hier Sachen, die ich verteilen kann. Deine Rüstung ist in Dialogen 30% furchterregender, das ist übrigens auch gut. An sonnigen Tagen glänzt deine Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst, deinen Charisma-Bonus erhältst. Ja, geil, Alter. Das nehmen wir. Was haben wir noch? Schwert? Ach ja, das war ja irgendwelche Kombinationsdinger, die ich sowieso nie drauf habe. Okay, dann haben wir das hier. Schlösser knacken. Ja, das ist gut. Glück des Trunkenwalds. Nee, sechster Sinn. Mhm. Stiller Schlösserknacker. Ich würde lieber die beständigen Dietriche nehmen. Das wäre ganz gut. Hauptstufe haben wir noch eine freie. Das ist auch gut. Speer 3 finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Dorfheld. Berüchtigt. Frische Luft nach dem Kerker, Nachtschwärme des Lebens hat. Ich würde lieber Speer 3 machen, ehrlich gesagt. Ich habe Kuman schlechter. Du hast so viele Kuman-Güter, dass dein Ruf dir vorauseilt. Die Kuman fürchten dich. Deine Chance, dass sie im Kampf vor dir fliehen, ist um 50% erhöht. Oh, geil. Deutlich wirkungsvoller beim Kampf gegen Kuman, alles klar. Nehme ich gerne, gefällt. Oh. Jetzt muss man die Rüstung tragen hier. Na dann, auf. Auf Kumanjagd. Auf Kumanjagd. Auf geht's. Ja, die Ausrüstung. Tja, müssen wir mal gucken, wo wir die verkaufen. In Sasau gibt's jetzt auch langsam nicht mehr so viele Optionen. Die große Frage ist, wo kann ich den Kram verticken? Andererseits, wir haben jetzt auch schon wieder eine Menge Geld gesammelt. Was natürlich sehr gut ist. So, wir machen jetzt mal den Schlenker hier in den Wald. Köter? Okay. Ah, da ist er ja. Gut. Der wird schon kommen. Da vorne ist das Lager. Da stehen sie. Ich wäre jetzt sehr enttäuscht gewesen, wenn ich den nicht getroffen hätte. Das habe ich jetzt nur gemacht, um... Bei Fußköter. Hier. Um ihm nochmal was zu geben. Ah, oh, wie sauber meine Rüstung aussieht. Mann, ist das geil. Ich habe. Ganz lecker. Hä, wieso ist... Achso, ich dachte gerade schon, das ist abgelaufen, aber... Er soll das nur essen. So, jetzt speichern wir nochmal. Ah, nein. Ah, C und X ist... liegt alles sehr nah beieinander. Treffe ich niemals. Doch, ich habe sie genau getroffen.
Oh, scheiße. Ach, scheiße. Was geht hier ab? Du bist doch safe der Anführer hier, oder? Die haben dann halt noch einen Bogenschützen, das lief jetzt nicht so gut. Oh mein Gott, das funktioniert überhaupt nicht. Ich lasse das hier einfach mit dem Spaß. Wir kämpfen jetzt mit normalen Waffen weiter. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, da ist noch der Bogenschütze. Kurva. Ah, das gibt's nicht. So. Der hat genug. Waren das jetzt nur drei? Kann sein, dass das jetzt nur drei waren. So, gib mir mal deine Ohren, deine Groschen. Dein Speck. Den schneide ich mir aus den Rippen raus. Hm, geil. Und gib mir deine Ausrüstung, die kann ich verkaufen. Kumanischer Metallschild. Hallo? Der ungarische Säbel. Und noch ein Säbel aus Nikopolis. Bist du der Anführer? Ja, du bist der Anführer. So. Tja, dann muss ich jetzt gleich mal schauen, wie viel da jetzt ins Pferd überhaupt noch reinpasst. Ich werde es gleich sehen. Gut, gib mir auch dein Ohr. Leih mir doch dein Ohr. So wie ihr mir euer Ohr leiht, wenn ihr euch hier diese Folgen reinzieht. Waren das echt nur drei? Ah, anscheinend. Hier gibt's niemanden mehr. Mist, darf ich nicht. Schade. Okay, nicht schlimm. Dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir da jetzt mal ein bisschen was reinpacken. Ich hoffe, das Pferd kann noch ein bisschen was tragen. Den Schild packe ich da jetzt auch mal rein. Der ist... Und das Familienerbstück, ich behalte das Schwert einfach in meiner Sammlung, aber das Schwert des Herodes ist halt einfach das Schwert. Ach, scheiße. Ich hab's befürchtet. Ich hab sowas schon befürchtet. Tja, ich darf jetzt eigentlich nicht mehr weitermachen hier mit dem Plündern und dem Töten von irgendwelchen Banditen und so, weil ich muss diesen ganzen Ausrüstungsshit erstmal irgendwie loswerden. Ich habe jetzt, glaube ich, erst in der letzten Folge in Sasau ganz viel verkauft. Ich muss jetzt bald mal wieder nach Ratai gehen. Erstens mal für ein Turnier. Zweitens mal, um Sachen zu verkaufen beim Peschek und bei den Rüstungs- und Waffenhändlern. Und ja. Ich bin ja mal gespannt, wann das nächste Turnier stattfindet. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal in Thalenberg übernachten. Ist ja jetzt eh schon ingame abends, oder? Ja. Wir werden jetzt hier übernachten. Und wenn jetzt... Ah, wir werden am nächsten Morgen nach Ratai reisen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist jetzt die klügere Entscheidung. Bevor wir jetzt erstmal nach Sasau zurückgehen mit dem ganzen Kram, mit der ganzen Ausrüstung und so. Das ist halt einfach schlauer. So, ich wollte zum Hauptmann, ich Idiot. Ah nein, dafür muss ich raus. Ach, aber ein abendlicher Spaziergang durch die
Festungsanlage von Tannenberg ist auch mal schön. Eine tolle Burg. Kann man nur immer wieder betonen. Schön, dich zu sehen. Ich habe Trophäen. Zeig her. So viele. Junge, du wütest, als wärst du Gottes Vollstrecker. Das sind nur drei, jetzt mach mal halblang. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das sind gute Neuigkeiten. Es ist noch nicht vorbei. Offenbar gab es auf der Straße nach Rovna Ärger. Vermutlich haben die Hunde in einem Minenschacht in den Wäldern ein weiteres Lager. Alles klar, ich sehe mir das an. Gut, dann haben wir das erledigt und ja, würde sagen, jetzt werden wir hier auch erstmal nächtigen. Wobei, warte mal, hat der Händler, der hier ist, der Votava, vielleicht hat der ein bisschen Gold, was ich ihm abknüpfen kann? Gott sei mit dir. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Sehe ich so aus, als ob ich keins hätte, Mann? Der hat null, Alter. Aber der hat eine Schatzkarte, die nehme ich mit. Und die kaufe ich im Gegenzug für ein bisschen Unrat, den ich dir da lasse. Warte mal, vielleicht kann ich hier auf diese Art und Weise ein bisschen Gewicht verlieren. Nee, ich mache das günstigste. Jetzt kann er sich hier als Kumane verkleiden, wenn er will. Ja, das kann ich loswerden, theoretisch. Ach komm, diese vier. Ach, nein, ich Idiot. Reden wir über den... Ich will nichts zahlen. Hier. Und etwas für die Mühe. Danke, tausend Dank. Was? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, Mann. Ich habe dem, glaube ich, diese 4,5 verlassen. Ist egal. Und jetzt habe ich ein bisschen Gewicht wieder weniger, jetzt kann ich wieder spurten, das ist gut. Bei Rovna also, okay. Da weiß ich Bescheid. Warte mal, vielleicht können wir noch vorher mit Herrin Stefanie reden. Kleine Stiebvisite, wie es ihr so geht. Bisschen Smalltalk, Heinrich kann das doch. Heinrich sieht so badass aus mit Glatze, wirklich. Das macht aus ihm direkt einen ganz anderen Menschen. Tja, aber wo ist die Herrin? In ihrem Gemach? Ah ja. Grüß dich, Heinrich. Ja. Schade, ich kann leider nicht mit ihr sprechen, das ist sehr belastend. Was ist das hier mit so einem Vorhang? Das sieht auch wild aus. Ah, ist schon gemütlich, wie sie es hier hat, ne? Ist schon hübsch. Ich try mal mein Best. Nee, gut, das geht nicht. Jetzt habe ich Angst, was passiert jetzt? Bei allen Heiligen, was glaubst du, wo du bist? Geh und schlaf woanders. Entschuldigung. Ich verstehe gar nicht, warum sie jetzt auf einmal so zu mir ist. Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit hat sie mich noch in ihr Bett gebeten, also. Ach, schön. Okay. Dann schlafen wir hier. Und schauen mal, ich weiß nicht, ob die Woche jetzt vielleicht schon wieder rum ist und das Rataya-Turnier bevorstehen könnte. So, ich nutze die Zeit nochmal ganz kurz, kann mir hier was zu trinken eingießen. Ich muss zugeben, ich bin doch etwas durstig. Da. Aufgabe abgeschlossen, komm morgen wieder. Genau, das ist, gilt jetzt hier nochmal für Adela, ganz genau. Ja, jetzt können wir mit ihr sprechen. Tatsächlich würde ich aber erstmal nach Rattay reisen. Adela rennt ja nicht weg aus Ledechko, hoffe ich jedenfalls. So, das heißt... Ach ja, hier ist das Lager, genau, okay. Aber erstmal würde ich tatsächlich nach Rattay reisen. Und dort handeln. Und ja, ein bisschen Geld machen hoffentlich. So, wir sind angekommen.
Na, Peschek. Na, Bursche. Lust auf eine Wette? Wette? Ja, ja, bla, bla, bla. Komm schon, das wollte ich dich gerade fragen, Mann. Der Alte kommt mir immer zuvor. Grüß dich. Hi. Oh, Mann. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Oh, 8.900. Okay, also im Zweifel werde ich hier alles los, auf jeden Fall. Wenn ich es bei den Händlern in der Stadt nicht werde. Das ist also sehr gut. Tja, jetzt habe ich halt einen. Zwei Schaufeln brauche ich nicht. Eine kann ich verkaufen. Die Verbände können weg. Ich schmiede es jetzt bald natürlich noch. Das Hasenfleisch kann gerne weg. Die Äpfel können weg. Das Trinkwasser kann weg. Heinrich trinkt auch kaum was in dem Game, ne? Ist übel, oder? So. Also beim Peschek werde ich auf jeden Fall alles los, wenn ich jetzt hier in der Stadt nichts mehr an Rüstung loswerden kann. Er hat auch noch eine Schatzkarte, die nehme ich noch mit. Das feilschen wir jetzt nochmal. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Ich wollte jetzt mal nicht zu forsch sein. Ich habe etwas für dich. Die habe ich von Onkel Peschek. Aber treib damit bloß kein Schindluder. Dietriche? Du weißt aber schon, was man mit denen macht, oder? Lass dich bloß nicht erwischen. Falls doch, sag ja nicht, dass du sie von mir hast. Okay. Ja, dann mal auf zum Rüstungshändler der Stadt. Rüstungshändler und... Ach, wisst ihr jetzt, was ich wieder vergessen habe, Mann? Ich habe wieder vergessen zu gucken, wie man das DLC mit Hans Capon startet. Fuck. Egal, ich stecke ja eh noch voll im Johanka DLC, also hier im Woman's Lot DLC noch. Der zweite Teil quasi von dem DLC. Stecke ich immer noch voll drin. Dementsprechend, ich würde das auch eh erst starten, wenn ich damit durch bin. Also spätestens, wenn ich das Woman's Lot DLC komplett mit Johanka durchgespielt habe. Spätestens dann werde ich dann nochmal gucken müssen. Aber ich hoffe ja einfach, dass sobald ich das durch habe, das dann automatisch einfach spielbar ist. Draußen stürmt es und regnet es. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht so krass, weil ich habe gerade mein Fenster offen, muss ich zugeben. Genau, das Teufelsschild wollte ich behalten als Souvenir. Genauso wie das Galitzer Schild. Okay, aber die Waffen, die ich jetzt hier habe, die kann ich verkaufen. Brot, Brezeln. Gott sei mit dir. Oh Mann, ey. Das wird nie langweilig. Alles Gute. So, du kriegst jetzt mal Krams von mir. Die Schilder. Die Säbel. Du hast 1500 Gold. Okay, interessant. Naja, gut. Ein bisschen was. Immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Ah, wisst ihr, was mir jetzt auch noch einfällt? Ich habe ja noch diese eine Kiste. Preis. Nun, versuchen wir es. Ich habe ja noch mein Versteck in Scarlet's. Wie wär's? Was ich ja noch plündern könnte. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Die könnte ich dann auch mal bei Gelegenheit beim Peschek total verdreschen, das Zeug. Was? Jetzt ist der hier der Scharlatan. Interessant. So, mein treues Ross. Jetzt hier alles. Wie viel? Alles. Außer das gefärbte Plappenmanns, das behalte ich. Das kann eigentlich alles weg. So, das werde ich ordentlich jetzt verticken. Außer den Kyras nehme ich noch behalten. Aber den will ich reparieren lassen. Deshalb nehme ich den mal mit. Die schwarze Gurgel. Ja, behalte ich auch einfach mal. Das kaufen wir alles. Ja. Verzierten Reiterstiefel würde ich auch noch behalten. Guten Tag. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Erstmal Reparatur. Und zwar dieser Kyras, den will ich reparieren. Gott sei mit dir. So. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich dem nicht
Zeug verkaufen, was ich vielleicht noch gebraten kann. Der hat 6600. Ach nee, das ist kaufen, ich Idiot. Nee, ich will nicht kaufen, ich will verkaufen, Alter. Brigantenschulterplatten. Ach komm, die können weg. Die Bilden können weg. Das kann alles weg. Weg, weg, weg. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich diese Handelssessions immer mit aufnehmen soll oder ob ich das einfach offscreen machen soll. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich kann das immer nie so einschätzen. Ich meine, es gehört ja irgendwo zum Let's Play dazu. Kann aber auch nachvollziehen, wenn vielleicht ein paar Leute sagen, boah, das ist so nervig. Dann, wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann weiß ich, ob ich das in Zukunft offscreen einfach mache. So, ich erhalte plus 764. Das ist echt weniger, als ich dachte. Das ist sehr viel weniger, als ich dachte. Interessant. Hm. Tja. Okay. Lässt sich was am Preis machen? Hm. Ist gut. Ja, Plötze hat halt, glaube ich, nicht so viel Trage. Der kann halt, glaube ich, nicht so viel tragen. Ist halt die Sache. Endlich eine vernünftige Summe. Ich habe einfach 400 draufgeschlagen und er denkt so, ja, ja, das ist cool, das passt. Wahnsinn. So, hat das Pferd jetzt echt nichts mehr? Naja gut, ich habe noch super viel Tränke in dem Pferd. Nimmt zwar jetzt nicht so viel Platz weg, aber hm. Doch, ich habe noch ziemlich viel. Ach, hier habe ich Haufen Würfel noch. Im Pferd habe ich noch die ganzen Würfel. Interessant, warum auch immer ich die ins Pferd gepackt habe. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, ey. Ich habe nämlich beim letzten Mal würfeln, habe ich mich nämlich schon gewundert. Ich habe ja auch noch 5000 Groschen drin. Im Pferd, what the fuck? Lul. Ich hatte einfach noch 5000 Groschen im Pferd. Wie konnte ich die denn übersehen oder vergessen? Interessant. Ich glaube, ich habe die halt einfach vergessen, weil... Ah nee, warte mal, wenn... Nee, ich... Das hat ja eigentlich keine Eile. So, ich könnte auch jetzt beim Turnier einfach teilnehmen. Ich glaube, ich habe die Groschen... Ich habe die Groschen einfach vergessen, weil ich die ja vor meinem Besuch im Kloster ja ins Pferd gepackt habe wahrscheinlich und dann nicht vollständig wieder entnommen habe, glaube ich. Oh Mann. So, ich kämpfe jetzt nochmal im Turnier. Kann auch sein, dass ich das Hans Capon DLC erst starten kann, wenn ich das Turnier gewonnen habe. Also alle Turnierkämpfe gewonnen habe. Vielleicht liegt es auch daran. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich finde den Kyras an sich gar nicht so schlecht. Der sieht eigentlich trotzdem fesch aus. Der hat halt nicht so einen Untersatz drunter. Aber ich finde, der sieht trotzdem gut aus. Gefällt mir halt. Hä? Habe ich den ganzen Kram nicht verkauft gerade? What is that? Wo kommt denn das jetzt alles her? Okay, das checke ich jetzt irgendwie nicht. Warte mal. Ich war doch gerade im Handelsmenü und da war das doch alles gar nicht mehr zu sehen. Wieso sehe ich denn das jetzt alles? Ich dachte, ich habe den jetzt alles verkauft. Das ist jetzt irgendwie seltsam. Ich habe doch extra jetzt gescrollt bei mir im Inventar und habe mich so gewundert, warum das auf einmal so wenig ist. Das ist ja komisch. Okay, gehe ich nochmal hin. Ich nehme jetzt die Zeit. Was soll's? Also das ist ja jetzt ganz komisch. Mit Salz, Kümmel, Knoblauch und Meer. Das gibt's nur hier. Gott sei mit dir. Jetzt ist das aber seltsam. Okay, egal. Das kann jetzt natürlich alles weg. So, jetzt kriege ich nochmal 836. Oder habe ich das jetzt gerade nochmal aus dem Pferd? Lässt sich was am Preis machen? Nun. Jetzt weiß ich es überhaupt nicht. Egal. Komm, gib mir 900. Oder sagen wir mal, komm, gib mir mal 1000. Ich bin dein bester Kunde. Ah, nee, komm, gib mir 900. Ja, bei dem... So, habe ich nochmal Kohle gekriegt. Das ist ja jetzt echt strange gewesen. Habe ich das aus dem Pferd rausgeholt? Ich weiß es einfach nicht. Egal. Ist ja auch egal. Ich werde jetzt nochmal im Turnier kämpfen.
Ich glaube, wie gesagt, dass das noch insgesamt 2 Turniere offen sind jetzt, die man kämpfen muss. Aber das werde ich jetzt gleich nochmal sehen. Das Pferd ist hier überdacht wenigstens. Ich lege da jetzt so einen Apfel hin, müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ja, Plötze, lasst ihr schmecken. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ein Turnier. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Du musst warten, bis Herr Hanusch in ein paar Tagen das nächste Turnier ausruft. Komm dann und ich schreibe dich gerne ein. Ich würde gerne bis zum Beginn des Turniers hierbleiben. Natürlich. Hast du genügend Geld? Hier, bitte. Dann viel Glück. Viel Glück beim Warten, du dummer Idiot, Alter. Dann viel Glück, hier mal eine Bleibe zu finden, Alter. Na gut, das wäre ja nicht so schlimm. Ich habe ja in Pirkstein unten, habe ich ja ein eigenes Quartier. Bei Theresa können ja auch schlafen. Also, das ist hier gar kein Problem, zum Glück. Infinite Days. Ich denke, dass INF Infinite heißen soll. Aber korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls das nicht der Fall ist. Mal gucken, welche Bauernkinder wir jetzt wegklatschen müssen. Und Gehilfen und Wachen, die alle nichts drauf haben. Na, das lädt jetzt hier aber ganz schön lange, muss ich sagen. So. Bataille Turnier. Ach du Heilige, jetzt kommen die da alle einzeln raus, oder was? So, da muss ich erstmal warten, bis der Kollege Turnschuh da draußen ist. Nicht? Gewinn das Turnier, wenn du kannst, du Bauer. Tja, wo kommt jetzt der Herold? Da hoch kann man leider gar nicht. Das wäre echt mal interessant zu wissen, was da oben noch ist. Diesen Wehrgang dort. Aber stellt euch mal vor, ihr greift diese Burg an. Ihr kommt hier durchs Tor aus, steht hier im Burghof. Und überall, dort drüben auf der Mauer, dort hier im Turm, hier auf den Wehrgängen und dort sind noch Feinde. Und ihr werdet quasi von allen Seiten abgeschossen, ey. Ganz üble Sache. Ja, grüß hier, fix noch eins. Wo ist denn der Herold? Da ist er. Achso, jetzt könnte ich auch erstmal was essen hier. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich blicke auf euch hinab, Pöbel. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Sicher? Das schreibe ich mir auf. Und ich muss wissen, welche Waffe du willst. Das Langschwert. Gut, mach dich bereit. Dann viel Glück. Ja, ich kürze die Dialoge jetzt immer so ein bisschen ein, weil wir haben es ja schon 100-mal gehört. Gefühlt. Der erste Wettstreiter ist Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und auf ihn trifft Stenek, Gehilfe des Rattaier Schreibers. Heißt die Kämpfer willkommen! Vor allem ist es halt noch irgendwie 8 Uhr morgens oder so. Da hätte ich richtig Bock zu kämpfen, Mann. Wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Warum ist sie eigentlich so schlammig, hä? Alter, ich geht ihm die volle Breitseite, Mann. Scheißdreck! Verdammt! Ich schlachte dich ab. Unwahrscheinlich. Ich frag mich, wo ein Gehilfe eines Schreibers sich so eine Rüstung leisten kann. Der Streiter, der in der ersten Runde den Sieg errungen hat, ist Heinrich aus Galitz. Hanu schläft wahrscheinlich noch. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen.
Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Ich finde übrigens das Gelb dieser Wappen dort viel cooler als dieses Grün-Gelb. Also seht ihr das Gelb zum Beispiel von diesen Fähnchen hier an den Ecken der Arena? Das ist, finde ich, so ein Piss-Grün-Gelb. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, ja, ich konzentriere mich ja schon auf dich. Gibst du schon auf? Nö. Da hab ich zu spät gemacht. Wo? Scheißkerl! Oh, verdammt! Und siegreich beim zweiten Kampf war Heinrich aus Galitz! Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Dieses warme Gelb auf diesen Bannern dort, das sieht so cool aus. So ein Sonnengelb, so ein Goldgelb. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und ihm steht gegenüber Stefan aus Dvoretz, Speerträger aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Ja, ein Waffengefährte also. Na dann, Freund. Wollen wir gucken, ob du es drauf hast. Der erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Gott sei Dank nicht mit Speeren, Junge. Ich wahrscheinlich ein echtes Problem. Bin ja mal gespannt, was er als seine Hauptwaffe gewählt hat. Im nächsten Kampf dann. Schön eins auf dem Nischel, wie wir hier in Sachsen sagen. Ich kann mich noch an die Alpha erinnern. Oder war es die Beta? Ne, ich glaube, es war die Alpha schon. Da gab es ja auch schon so ein Kampfsystem. Beziehungsweise, es gab ja schon das Kampfsystem. Aber ich weiß gar nicht, ob es das gleiche war, wie wir es jetzt haben. Oder ob das eine sehr, sehr frühe Form davon war. Der Sieger des ersten Kampfes ist Heinrich aus Galitz. Was hat er eigentlich für einen interessanten Schild? Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Also was ich gerade sagen wollte, da gab es ja auch schon, glaube ich, ein Kampfsystem, beziehungsweise es war schon die frühe Form dieses Kampfsystems hier. Junge, stöhne doch mal nicht so in mein Monolog hier, ne? Und da kam ich halt überhaupt nicht mit klar. Und auf meinem Kartoffel-PC damals sah das richtig schlimm aus. Ich habe die Videos auch zum Glück alle offline genommen. Das kann man sich keinen mehr anbieten. Der Sieger des zweiten Kampfes ist Heinrich aus Galitz. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, haupttechnisch mit so einem Hammer zu kämpfen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der erste Wettstreiter ist Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Das bin ich! Das bin ich! Im Kampf misst sich Richard, Bogenschütze aus der Garnison von Herrn Dibbisch von Talmberg. Ah, heißt die okay. Kämpfer willkommen! Okay. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Auch witzig wäre, wenn wir mit Bögen in dieser Arena kämpfen. Weil er wählt den Bogen als seine Hauptwaffe. Und dann fliegen die Pfeile durch den Innenhof und alle müssen so in Deckung gehen. Leck
wusste ich, dass sowas kommen könnte. Oha, nicht schlecht. Da hat er mir Ravioli geboten. Man kann auch F gedrückt halten für einen dauerhaften Block. Interessant. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte, man kann immer nur so Quicktime-mäßig blocken. Hast wohl genug? Nö, noch nicht ganz. Erst genug, wenn ich den Hauptpreis hier gewonnen habe und es keine Turniere mehr gibt, dann habe ich genug. Die erste Kampfrunde ist beendet und der Sieger ist Heinrich aus Galitz. Irgendwie haben wir jetzt mehr Zuschauer hier als normal, oder? Normalerweise sind es nicht so viele. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Verdammt! Agilität hat was, ja, sehr nice. Nimm das! Aber du hast mir doch gar nichts gegeben. Es war so voll provozieren mitten im Kampf. Mach's doch mal, ich hab's nicht gesehen. Das war sehr schlecht von mir. Da habe ich viel zu spät reagiert. War's das schon? Der eine da im Hintergrund. Kampfes ist Heinrich aus Galitz. Hochverehrte Edeleute und Bürger. Dies war der letzte Kampf des heutigen Rataya-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Dankeschön. Na dann. Mist, jetzt habe ich gar nicht mit dem Peschek gewettet, ne? Naja, gut, ist nicht schlimm. Mittlerweile habe ich ja schon wieder ziemlich viel Geld gesammelt, da auf die 500 Goldstücke kann ich auch verzichten. Guter Tag fürs Geschäft. Wo ist denn der? Liegt der noch im Bett oben? Oder sitzt der in seinem Thronsaal? Ja, das tut er. Die sitzen hey, seit Wochen Heinrich kommt uns besuchen. Du hast es geschafft, Heinrich. Ich bin mir sicher, du bist zufrieden mit deinem Sieg und deiner Belohnung. Natürlich bin ich das, mein Herr. Hab Dank. Lebe wohl. Tja, war das jetzt der letzte Kampf? Also das letzte Turnier? Weil wir haben jetzt diesen Kyras bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nochmal einen gibt. Ja, der sieht so cool aus. Auch der Leipa-Kyras. Ich glaube, das ist jetzt ein vollständiges Rüstungsset, was wir jetzt haben. Das muss ich mal nochmal nachprüfen. War es das jetzt mit dem letzten Kampf? Oder kommt da nochmal was? Erledigt. Oh Gott. Das werde ich hier niemals finden, Alter. Oh, scheiße. Rataya-Turnier doch ist abgeschlossen. Ich glaube, da gibt's jetzt nichts mehr. Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich abgeschlossen und ich glaube, jetzt gibt's auch keine Turniere mehr. Ich glaube, das war jetzt das letzte Turnier. Ich habe den Hans Karpon auch schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt finden könnte. Ja. Manchmal hängt der hier in der Kneipe rum. Manchmal unten im Badehaus. Hier in der Kneipe, meine ich. Aber ich weiß nicht, zu welchen Uhrzeiten. Kann halt sein, dass das halt uhrzeittechnisch beschränkt ist. Naja.
Wisst ihr, was ich, glaube ich, mal zwischen dieser und der nächsten Folge jetzt mal machen werde? Ich werde, also erstmal werde ich mir diesen Kyras hier gönnen. Was wir jetzt noch machen? Also wir gehen jetzt mal kurz zu unserer Kiste und schauen jetzt mal kurz das Rüstungsset an. Ich glaube nämlich, dass das Set jetzt vollständig ist. Jetzt weiß ich echt, ich glaube aber, man kriegt noch ein Schwert eigentlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man nochmal einen Kampf gewinnt, dass man eigentlich nochmal eine Waffe bekommt. Nach dem Turnier. Also es kann auch sein, dass es da noch einen Kampf gibt. Noch ein Turnier. Und ich werde nicht nach Franek gehen, bis wir das nicht komplett abgeschlossen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da eigentlich noch ein Kampf kommen muss. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Leiper Google. Also gut, ja. Das nehme ich mal. Leiper Handschuhe, Plattenbeinlinge. Gut. Ist das jetzt vollständig, ist jetzt die Frage. Dann nehmen wir die hier jetzt für. Ach, die sehen edel aus. Die sehen richtig edel aus. Die haben zwar nur 19, aber gut, okay. Könnte auch schlimmer sein. Ich glaube, das ist jetzt ein vollständige Rüstung. Klar, ohne Google sieht es ein bisschen komisch aus, aber das ist jetzt ein vollständiges Set. Gut, den Helm, ganz ehrlich, den würde ich jetzt nicht tragen wollen. Den würde ich vielleicht sogar, nee, den verkaufen tue ich den nicht, aber ich lege den, glaube ich, mal in die, aber so wie die anderen Rüstungsteile jetzt hier mit dem Plattenpanzer und so, das gefällt mir schon. Wir gucken jetzt mal, was wir hier reinlegen. Also das Familienerbstück legen wir da auf jeden Fall rein. Jahre in der Brigandine bei Hall. Ach komm, die kann da auch rein. Erstmal, vorerst. Die Komposithandschuhe, den Kyras. Ah. Ich würde den Nürnberger Kyras behalten. Den Kyras würde ich tatsächlich wieder verkaufen. Na nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Die verkaufe ich auch. Den Nürnberger Kyras würde ich behalten. Den normalen Kyras verkaufe ich und die Magdeburger Plattenbeinlinge behalte ich. Gut. Weil es ja doch ein besseres ist. Das heißt, helmtechnisch würde ich bei der edlen Haube bleiben. Genau. Das lasse ich einfach so. Beste Gesundheit. Ja, jetzt habe ich halt nicht mit ihm gewettet. Das heißt, also, ja, gut. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Ja, ja, du Klauschwein. Ah, ich weiß, ich habe das Ding erst neulich repariert. Ach, ist egal. Auf diese 100 Groschen kann ich jetzt verzichten. Okay. Tja, jetzt haben wir auch noch zwei neue Schatzkarten, die wir theoretisch noch abgehen können. Gucken wir die uns mal kurz an. Gidechko. Ach ja, das weiß ich, wo es ist. Können wir machen. Was ist das hier? Hä, die habe ich doch schon geholt. Oh Mann, habe ich die jetzt irgendwo neu gekauft? Ey, ist ja ärgerlich. Gut, den Schatz weiß ich, wo er ist. Das ist in Ordnung. Komm, dann machen wir die Rüstungssets jetzt noch fertig. Gut, Rüstungssets, Schmiedesets. Wie sieht's hier aus? Gut, da haben wir die auch weg. Alles klar. Jetzt ist halt noch die Sache, ich habe halt noch in dieser einen Kiste bei Scarlets habe ich noch super viel Rüstungskram rumliegen. Den werde ich mal offscreen einsammeln hier drin und mal noch verkaufen gehen. Das mache ich jetzt zwischen dieser und der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge dann werden wir quasi zurück nach Ledechko gehen und mit der Hauptquest weitermachen. Ja, dann würde ich sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Bleibt gesund, liebe Leute. Macht's gut und ciao.